Hallo und willkommen zurück, meine lieben Freunde. Ich bin euer lieber Udo und wir sind zurück bei Victoria 3 mit Österreich oder Deutschland, wie man es nimmt. Zwischen den Episoden habe ich ein wenig unsere Diplomatiepunkte ausgegeben. Wie ihr seht, ist jetzt Teil unseres Marktes. Außerdem haben wir schon ein Projekt mit der Walachei, mit Land und mit Frankfurt gegründet. Mexiko ist in unserem Markt, das ist das letzte Mal auch passiert. Alles ist schön, alles ist großartig. Leider hat Walachei noch nichts in Oil Rigs investiert. Ich hoffe, sie werden das tun, weil es ist der einzige Ort in unserem Markt, wo man noch Öl herstellen können. In Österreich sammeln wir schon alles Öl, was irgendwie geht. Der Ölpreis ist noch immer exorbitant hoch. Ja, das letzte Mal haben wir auch bemerkt, warum die Briten so eingegangen sind, weil Indien irgendwie nicht im Markt ist. Ich habe nicht den blassesten Schimmer, warum das ist, ob das ein Bug ist. Ah, und ich sehe gerade irgendjemand wie Universal Suffrage. Ugh. Das ist gar nicht so schlecht besucht. Very high. Wer sind bei uns gerade da? Die Katholiken. Die Armed Forces, die Konservativen und die Nazis. Ah ja, stimmt, da war ja was. Der Erzherzog Rudolf ist Feminist. Franz Josef nicht, oder? Nein. Das wäre zu viel verlangt, der ist auch schon 80. Ja, 1911. Okay. Lassen wir mal die Zeit laufen. Ja, schauen wir mal. In Wirklichkeit könnten wir ja Frankfurt jetzt so einen Defensivmarkt haben, versuchen, so ein Protektorat zu machen. Nein, nicht mehr, das da. Okay, zuerst in die Customs unionieren mit ihnen. Mit den Niederlanden. Oh, das Protektorat ist eigentlich gar nicht so weit weg. Mit der Customs Union gemeinsam. Braunschweig hat uns im Embargo. Das ist süß. Ja, klar, Braunschweig. Mach gleich. Mit wem wie zu Handel führen, wenn nicht mit uns? Also wir haben einen Kriegsgrund. Ich. Open Market. Wir könnten sie zwingen, unseren Markt, ihren Markt zu öffnen. Was ist uns das die Infamie? Ich meine, wir importieren eh nichts von denen, also wir brauchen keinen offenen Markt. Andererseits, einfach weil wir es können, sollten wir es tun. Ich nehme mal nicht an, dass irgendjemand ihnen helfen wird, oder? Sich Frankreich oder Großbritannien einmischen oder Russland? Pff, who knows? Ob das ein Konflikt ist, der den Leuten zu weit geht?
Okay. Khmer hat die Briten auch rausgeworfen. Was ist mit den Briten? Ich würde sagen, die KI ist einfach, die hat aufgegeben. Das ist einfach, um eine Pappe zu machen. Also billiger, sagen wir mal so. Schauen wir uns mal den Markt an. Haben wir irgendwas Sinnvolles in ihrem Markt, was wir brauchen? Opium zum Beispiel? Nein, sie haben kein Opium. Dann will ich euch auch nicht in meinem Markt haben. Und ihr habt den Mangel an allem, was das sein. Aber das ist ja praktisch nicht vorhanden. Ja, es werden Services bei uns nicht eh schon zu billig. Da brauchen wir noch irgendein dann muss ich für jeden Einzelnen das machen. Gehen wir noch weniger Markt. Okay. Die haben Opium. Ein Plus von 65. Yay. I guess. Die haben mal ein Heer. Ja, sie haben Rebellen, aber dennoch, ich meine, in Wirklichkeit sind das so Mini-Markets. Zahlt sich fast nicht aus, wenn man es nicht selbst erobert. Das Problem ist nämlich, die bauen ja dann nicht das aus, was du brauchst, weil die das Geld nicht dazu haben. Ich meine, wenn diese Länder in unserem Markt wären, hätten sie natürlich den Vorteil, oder wir hätten den Vorteil. Die brauchen zum Beispiel Services, die wir eh anbieten wollen, irgendjemand anderem. Aber Services kann man nicht exportieren, oder? PQRS Services. Nope, keine Services. Ja, sehr gut. In Wirklichkeit, mein Markt ist so. Das wäre vielleicht noch ganz interessant. Ah, die haben so viel Industrie gebaut, die Wahnsinnigen. Und haben aber keine Leute dafür und keine Dings. Was mit dem Markt? Denen fehlt Holz. Durch irgendwie. Was die mit ihrem Markt gemacht haben, denen fehlt Eisen, Tools, Kohle, alles in Wirklichkeit. Wobei es fehlt ihnen so wenig, dass es wurscht ist. Aber nein, wird nicht. Es würden ja dann Arbeiter in die Fabriken kommen. Jetzt sind ja keine Arbeiter drin. Wein und Kaffee im Überschuss. Mir.
Das nicht, wenn wir unsere Infamy gleich wieder über 25 hauen. Oder wenn wir vorher noch schauen, ob wir noch Defensive Packs und ähnliches zusammenkriegen. Wenn Sie aufhören, meine teuren Ressourcen zu kaufen, ihr Wahnsinnigen. Diese das da wäre natürlich auch noch etwas. Das können wir natürlich auch versuchen. Sukuma. Okay. Oh, die produzieren solche Sachen zu viel. Ich glaube, ich will die wirklich bei mir im Land haben. Weil das ist wurscht, das produziere ich zu viel. Auch Getreide produzieren wir zu viel. Da wird sicher Frankreich mitmachen. Obwohl, haben wir noch einen Schuss mit Frankreich? Wieso ist da schon wieder eine Revolution in Griechenland? Die sind ja ärger als Krakau. Nicht noch ein Fuß. Yep. Eben haben wir noch ein Fuß. Sonst niemand groß. Schade. Aber wie schon gesagt, ich glaube, dass Großbritannien sich nirgends mehr einmischt, weil die sind sowieso am Sand. Das einzige Problem, was wir haben könnten, wäre Russland. Ja, versuchen wir das doch, klar. Und wenn wirklich Russland mithilft, dann machen wir halt down das alles. So, schauen wir mal. Oh, Frankreich. Aber Frankreich darf ihnen nicht helfen, weil die haben eine Truce mit mir. So. Regime Change. Okay. Also, Pause. Wir haben Pause aufgetreten. Da sagt mir keiner was. So, dann würde ich fast sagen, wir machen wieder. Machen wir dich, oder? Mountain Combat, Open Commander. Uff. Also gar nichts. Was mit du? Defensive Specialist. Du, mein Freund, gehst an die Front. Das müsste ähnlich reichen, in Wirklichkeit viel mehr Leute. Viel können dort eh keine, also Truppen können die nicht haben. I'm pretty sure about that. Schaut auch nicht so aus. Und Griechenland hat aus dem Bürgerkrieg rausgeschaut. Mhm. Spanien hat ein Embargo auf uns verhängt, urarg. Können wir das auch machen? Nein. Wir brauchen nämlich Influence Points. Die haben wir zurzeit nicht in großen Mengen.
So, warte mal. Brauchen wir von denen irgendjemanden nicht? Ist das Siam? Relations. Solo brauchen wir auch nicht. Oh. Und schon, du auch. Sie brauchen wir echt nicht. Die mögen uns nämlich so nicht. Die haben wir auch weg, weil die mögen uns auch nicht. Jetzt haben wir noch auf minus 80. Was ist das? Brunei? Wieso verbessern wir unsere Beziehungen zu Brunei? Okay, passt. Wieder. Sie haben eine Truppe hergeschickt. Lang dauert es rüber? 43 Tage. Es braucht sich keiner aufregen, wir erobern sie ja nicht. Wir machen sie nur zu einem Protektorat. Oil Rush Subsides. No frontier lasts forever. Na, okay. Okay, gut. Ich war jetzt schon verwirrt. France sides with Sukuma? Das kann nicht sein. Wir haben einen Truce mit ihnen. Ich hasse Frankreich. Wisst ihr was, Frankreich? Ich hätte ganz gern Elsass Lothringen. Nein. Kann ich nicht verlangen. Dann kommen andere Leute auch in den Krieg. Euretwegen muss ich jetzt noch mehr Leute mobilisieren. Ihr Wappler. Was soll man Elsaß-Lothringen auch verlangen? Ganz offensichtlich war Frankreich nicht in der Lage, den letzten Krieg zu führen. Du greifst an, und zwar an dieser Front. Und an dieser Front. Dieser Front. Dein Freund hier verteidigt an dieser Front. Wisst ihr was? In Wirklichkeit sollte ich mir irgendwas, zumindest irgendeine. Da, Enya. Was? Enya. Blöde Franzosen. Können die Rubber? Nein, natürlich nicht. Das wäre ja auch zu einfach, wenn die Gummi produzieren könnten. Mist. Wenn die Ah, doch. Warte mal. Auf der falschen Seite geschaut, die können auch Rubber Plantations. Kenia, das ist es. Weil wir mal Kenia haben, schneiden wir diese Kolonien von ihm ab. Die bringen ihm also genau gar nichts mehr dann. Ein
Verteidiger. Das machst du mal hier. So. Du bist ein guter Angreifer. Das machst du da unten in Kenia. Eigentlich außer nichts. Gut, du bist in hier zum Verteidigen. So, sollen wir da mithelfen oder werden dir die Franzosen nicht schicken? In Wirklichkeit, das ist eine coole Frau. Also in Wirklichkeit sollte da gar nichts passieren, weil ich glaube, da können sie gar keine Truppen mehr schicken. Also wenn sie keine Truppen in dem Headquarter haben, sollten wir da überhaupt keine Probleme haben, einzumarschieren. Da sollte gar nichts kommen. In Wirklichkeit. Das So, du. Kannst du Mountain Combat? Nein, brauchen wir jetzt noch nicht. Ihr, was kannst du? Artillery Commander. Gehst auch an diese Front. Und du. Attack an die Front. Dann schauen wir mal, was die Franzosen machen. Blöde Franzosen. Vielleicht sollte man trotzdem das Lothringen versuchen. Im letzten Krieg haben wir Frankreich auch runtergedrückt. Aber das Problem ist, wir müssten Elsass-Lothringen erobern. Damit muss kriegen. Und ich weiß nicht, ob ich einen Angriffskrieg gegen sie gewinnen kann. Wie schon gesagt, Kenia, glaube ich, ist kein Problem, das wir erobern, aber. Ja, Spanien macht natürlich wenn Spanien irgendwas verlangt, von Spanien irgendwas verlangen. Oh, wir können Ban Slavery von Spanien machen. Das machen wir. Sind ja immerhin die gesagt. So, dann mobilisieren wir dich auch noch. Und dafür, wir das brauchen werden. Wieso hast du nur 53 von 60 Stiften? Sagst du mir das? Was gefällt mir nicht? Wir haben da, glaube ich, ja, Naval Base. Oh, wir könnten Submarines bauen. Klar, machen wir Submarines. Ja, gut. Ich weiß, ich weiß. Warte mal, haben wir auch drei Schiffe.
Wo man die her? Oh. War beneath the waves. Okay. Language in the classroom. Goonie students sometimes use a native language. Ah ja, das kennen wir schon. School should teach to speak the language. Wir kriegen mehr Ass. Nehmen wir natürlich. Beam submarines. Our growing use of submarines in warfare has created a new generation of commanders exemplified by the likes of Ignaz Hensel. Unser großen Flotte, ich hoffe doch. Who understands the nature of underwater warfare very well. Our submarines shall strangle our foes. Convoy raiding kriegen wir. Remove straight convoy raider. Get straight experienced convoy raider. Promote Hensel as the dashing hero of a new age. Popular commander. 5 Jahre? Ah, wieso nicht? Der Typ wäre eigentlich ja noch recht jung gewesen, gell? Er hätte ihn noch verbessern können, also so gesehen. Ja, zu spät. Jetzt ist es zu spät. Na gut. Das heißt, in diesem Krieg machen wir Folgendes. Wir hauen zuerst einmal die Typen da raus. Sukuma. Dann hauen wir Spanien raus. Und dann hauen wir noch Frankreich raus. Die Franzosen haben wir trotzdem 34 Typen. Wie kommen die da überhaupt her, frage ich mich. Wie kommen die dorthin? I guess we will never know. 88.000 Franzosen. War das doch klar? Ja, ich. Bist du schon? Ja, du bist schon. Passt. Du. Mobilisieren. Zwar, wo fährst du hin? Du machst verteidigen in der ägyptischen Front. Klingt gut. Okay, wie schon gesagt, wir hören auf für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Beim nächsten Mal machen wir einen kleinen Krieg mit Frankreich. Jo, bis dann. Gute Nacht. Schlaf gut und träumt was Schönes.